Liebe Trainerkollegen, ich habe ein Buch in der Hand. Das hat diesmal nichts mit Fußball zu tun, sondern mit dem christlichen Glauben. Das Buch heißt Pardon, ich bin Christ von C.S. Lewis. Dieses Buch hat mich als junger Mensch, als Christ sozusagen auch in schwierigen Zeiten durchgetragen. Was das Besondere an dem Buch ist, es ist ein irischer Schriftsteller, der einen sehr schönen Humor hat und einen messerscharfen Verstand. Ich ja leider nicht besitze, aber ich verstehe ihn so, dass der Glaube auch sehr viele Argumente hat, warum man an dem christlichen Glaube festhalten kann. Und ich sage, mein Motto ist heute, pardon, ich bleibe Christ, trotz dieser schwierigen Zeiten, in der wir leben und die sich immer noch steigern lässt anscheinend in der Komplexität und in dieser Form, wie auch immer man das jetzt sehen möchte. Ich bin glücklich, dass ich meinen Glauben habe und der C.S. Lewis hat mir da sicherlich auch dieser Inhalt, pardon, ich bin Christ, diese Argumente für den christlichen Glauben haben auch meinen Glauben festzementiert, auch in schwierigen Zeiten. Und vielleicht ist es ja mal eine Leselektüre für euch. Liebe Grüße, euer Matthias Novak.